Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Test von userbase.org. Heute mal nicht wirklich ein Handytest, sondern ein Spieletest. Grund des Ganzen ist, dass letzte Woche EA Sports FIFA 2010, also FIFA 10, für das Android-Betriebssystem herausgegeben hat. Wir haben es hier und wollen es auch gleich mal anspielen. Das erste wirklich ernstzunehmende, richtig, richtig gute Fußballspiel auf dem Milestone. Das, meiner Meinung nach, gibt es ja sowieso viel zu wenige gute 3D-Spiele im Android-Market. Mit der Entscheidung von EA, jetzt hier den Klassiker FIFA zu publishen, bin ich sehr, sehr einverstanden. Wenn man das Spiel startet, wird man als erstes gefragt, in welcher Liga man denn spielen möchte. Ich suche jetzt mal, nein, nicht nach der Coca-Cola League, auch nicht nach der belgischen, sondern nach der zweiten Fußball-Bundesliga. Und in der zweiten Fußball-Bundesliga gibt es einen ganz wunderbaren Club. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon so aktuell sind und ihn drinnen haben. Nämlich gerade eben aufgestiegen in die zweite Liga. Ja, aber da Pauli noch in der zweiten Liga spielt, hier ist es noch die letzte Saison. Schade, sonst müsste Pauli in der ersten Liga spielen. Und die Regionalliga haben sie nicht drin. Gut, dann nehme ich nicht den VfL Osnabrück. Sondern dann nehme ich einfach einen anderen Club. Dann nehme ich zum Beispiel, nein, nicht die Bayern, ich nehme Borussia Dortmund. So, starten wir das Ganze. Zack, da sind wir. Man hört leise Musik, je nachdem, wie laut man halt seine Medienlautstärke gerade eingestellt hat. Auch gerne mal sehr laut, die Musik. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann direkt zum Kickoff gehen und direkt anstoßen, Classic oder Be a Pro. Dann habe ich ein Tutorial, wo mir dann erstmal erklärt wird, wie ich denn dieses Spiel überhaupt zu spielen habe. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht rein. So, Quick Training. Ich habe unterschiedliche Game Modes. Ich habe einen Manager-Modus, ich habe einen Tournament-Mode, den VA Pro, Training und Penalty Shootout. Habe dann einen Multiplayer-Modus, in dem ich halt Matches hosten oder joinen kann. Und dann halt auch Penalty-Shootouts hosten kann, also Elfmeterschießen quasi und die Be a Pro-Variante. Und ich habe ganz unten die Game-Settings, in die ich reingehen kann. Da kann ich erstmal die Halbzeitlänge einstellen. Half-Length ist die Länge der Halbzeit. CPU-Skill ist Semi-Pro. Da ich bei FIFA auf dem Computer schon eine Niete bin, gehe ich mal runter auf Amateur. Das macht es mir, glaube ich, ein bisschen einfacher. Dann kann ich den Realitätsgrad einigermaßen einstellen, indem ich Injuries, also Verletzungen, an- und ausschalten kann. Ich kann Bookings und Offsides ausschalten, Extra Time, also ob es eine Nachspielzeit gibt. Dann, wenn ich langsam rüber scrolle, das ist ein bisschen doof, jetzt habe ich nämlich schon wieder zu schnell den Finger bewegt, habe ich noch Möglichkeiten, dass die Display-Einstellungen zu machen. Also ob ich die Tore immer angezeigt haben möchte, das Score-Display, die Player-Names, also die Spielernamen angezeigt haben will, die Spielernamen der CPU auch, ob ich ein automatisches Replay haben möchte, bei schönen Szenen, gerne, die Be a Pro-Kamera und was die Classic-Kamera sein sollte. Lasse ich es mal einfach alles auf den Standardeinstellungen. Dann die Steuerung, entweder mit dem Accelerometer, also kippen, dann rennt die Figur dahin, wo sie will. Da kann ich dann die Genauigkeit des Ganzen einstellen. Ich kann das Touchpad, das mir auf dem Display eingeblendet werden kann ich einstellen, wie groß es sein soll. Das Floating D-Pad genauso. Die Sichtbarkeit des HUDs, also wie durchsichtig es sein soll und welches Layout. Da habe ich halt mehrere unterschiedliche Layouts, das heißt, dass die Buttons schräg übereinander sind, nebeneinander oder übereinander. Da das Ganze quasi direkt vom iPhone kommt und das keine Tastatur hat, funktioniert auf dem Milestone das Hardware D-Pad nicht, was ich ziemlich schade finde, weil ich das eigentlich sehr, sehr gerne mag zum Spielen. Dann gibt es noch die Environment Options, also Wetter. Soll es regnen, soll die Sonne scheinen oder soll er sich einfach aussuchen und zu welcher Uhrzeit soll das Ganze passieren? Stadion kann man sich leider nicht aussuchen. Dann noch die Soundeffekte, laut, wie laut sie sein sollen, ob sie an sein sollen, bei der Musik genauso. Die Kommentare gehen entweder aus oder Englisch. Eventuell wird es mit einem Update mal eine deutsche Version geben.
Wäre ganz nett. Ich gehe jetzt mal direkt zum Kickoff. Wähle die Klassik-Version und mir wird vorgeschlagen Schalke 04. Das finde ich als Dortmund-Fan jetzt sehr, sehr großartig. Direkt schön Randale auf dem Platz. Wunderbar. Dann hat man noch die Möglichkeit, das Teammanagement hier zu machen. Einige verschiedene Sachen auszuwählen, zum Beispiel die Seiten, die Spieleinstellungen. Aber ich gehe mal direkt ins Spiel. Starte das Match. So, haben wir einen Tipp und die Grafik ist für ein Mobiltelefon, was ich praktisch in meinen Händen halte, schon ziemlich cool. Ich würde es mal vergleichen wollen mit der Grafik der PSP. Das Milestone hat natürlich auch einen amtlichen Grafikprozessor drin. Zusätzlich muss ich sagen, dass ich mein Milestone geroutet habe, dass ich es auf 1 GHz übertaktet habe und dass ich mir JIT draufgezogen habe, die aktuelle Beta-Version, die im Netz rumgeistert. Damit ist mein Stein ungefähr 4-mal so schnell wie ein normaler. Allerdings sollte es auch auf jedem anderen Stein sehr, sehr flüssig laufen. Ich habe es gerade auf dem Milestone eines Kollegen getestet, das nicht geroutet ist, und es lief absolut flüssig. Allerdings ist das Milestone so zerkratzt, dass ich es nicht hier in die Kamera halten wollte. Wenn man jetzt das Spiel anfängt, kriegt man direkt ein paar Einblendungen, und zwar wie die Defense funktioniert, dass ich in der Defensive nämlich zum Beispiel sprinten kann, dass ich tackeln kann, wenn ich A drücke, dass ich Druck aufbauen kann, wenn ich A gedrückt halte, das heißt, je länger ich A drücke, desto härter wird das Foul, dass ich begehe, und ich kann mit B den Spieler wechseln. Wenn ich B lange drücke, rufe ich einen zweiten Verteidiger, das heißt, ich kann Gegner tatsächlich doppeln. Und A nach B rüber swipen, also A, B drücken, bedeutet eine Grätsche. So viel zur Defensive, die brauche ich ja nicht, ich spiele eh nur Angriff. Da haben wir dann halt auch Sprinten und Bewegen. A ist Pässe spielen, zweimal A drücken ist einen langen Pass spielen, B ist Schießen, zweimal B drücken ist ein kontrollierter, gezielter Schuss, beziehungsweise ein Chip, also ein Lupfer über den Torwart zum Beispiel. Und B auf A ist ein Through Ball, ein Durchball. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ein gefährlicher Pass nach vorne. Das sind die Steuerungen, die ich da habe. Das habe ich jetzt praktisch auch gleich schon wieder vergessen. Ich bin, was sowas angeht, eher derjenige, der einfach so drauf losspielt. So, gesteuert wird jetzt rechts, links, hoch, runter. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir denn meinen Spieler? Nehmen wir ihn hier. Ich tippe einfach drauf und ich habe ihn. So, und da habe ich den Ball und ich spiele den Ball direkt wieder zum Gegner. Naja, brillant. Die Steuerung funktioniert einigermaßen okay mit dem D-Pad, mit der Neigesteuerung. Allerdings bin ich kein großer Freund davon, nicht bei diesem Spiel, weil man muss es dann doch zu sehr kippen, der Blickwinkel ändert sich ein bisschen und im Allgemeinen steuere ich lieber mit einem Steuerkreuz. Das kann ich jetzt, wenn ich hier oben auf Pause drücke, kann ich hier nochmal in die Game Settings reingehen. Hier kann ich sagen, ich scroll nochmal ein bisschen, auf der dritten Seite kann ich sagen, Accelerometer aus. So, und jetzt, wenn ich jetzt wieder zurück ins Spiel gehe, Resume Match hier oben, dann sehe ich habe hier links ein kleines D-Pad eingeblendet. Darüber kann ich jetzt steuern, wohin mein Mann läuft. Laufe ich natürlich erstmal spontan am Gegner vorbei. Sieht ja auch viel eleganter aus. So. Oh Mann, das wird wieder einer von diesen Tagen, an denen Schalke gegen Dortmund gewinnt. Dieses Mal bin ich schuld. Ja, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr vielversprechendes Spiel. Foul, direkt eine Karte. Komm, der kriegt rot. Ja, das war mehr als gerechtfertigt. Ich mag den Schiedsrichter. Ich habe ihn nicht bezahlt. Vielleicht hat er vorher bei der WM gepfiffen. Ja, Valdes kann weiterspielen, wunderbar. Ich kann jetzt hier bestimmen, wo mein Spieler hinlaufen soll, wo er hinterm Ball stehen soll. Und dann kann ich, je länger ich B drücke, desto härter wird der Schuss. Der war jetzt sinnvollerweise so hart, dass er hinter dem Tor endete. Ich will euch jetzt nicht die gesamte restliche Partie zumuten. Das dürfte schlimmer sein als das Spiel Spanien-Holland. Aber sehr schönes Spiel.
Also da kann man, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Zum Beenden des Spiels muss man einfach, wenn man hier im Startbildschirm ist, hier unten links diesen kleinen Button drücken, zack, dann fragt er, ob man wirklich beenden will, und man ist wieder raus. Erste Wertung des Spiels, beide Daumen hoch. Ich bin ein absoluter FIFA-Legastheniker, aber es macht trotzdem immer wieder Spaß, auch wenn ich meistens verliere. Naja, 5,50 Euro kostet das aktuelle Market, finde ich für einen Titel dieser Kategorie eigentlich absolut angemessen. Naja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Review. Wenn ihr Fragen habt, kommt zu Userbase. Wenn ihr Antworten habt, kommt zu Userbase. Und guckt euch das Video gerne nochmal an und seht, wie ich versage. Dann vielleicht bis zum nächsten Spieletest. Da tut sich auf Android einiges. Naja, macht's gut. Tschüss.